Grundgerüst. Das zeichne ich immer erst und dann überlege ich mir, okay, wie gehe ich jetzt ins Detail, wie verändere ich jetzt den BH mit den Sachen, die ich habe. Jetzt habe ich an der Unterbrust, möchte ich gerne jetzt eine Spitze, also ich habe ein Seitenteil immer noch, weil der vordere Bau muss immer unelastisch sein, weil sonst zieht es mir das auseinander. Das heißt, innen drinnen im BH ist hier nochmal eine Verstärkung drinnen, die ist nicht sichtbar, aber die ist komplett unelastisch in diesem Bereich hier. Einfach, dass es mir die Cups nicht auseinanderzieht und dass nochmal hier mehr Stabilität ist. Das ist bei jedem BH so, unabhängig von den Prothesen-BHs, es ist in jedem BH so. Dann immer so, hier ist eine Naht und das ist dann alles spitze. Genau, dann möchte ich jetzt eine klassische Quernaht machen. Die schaut dann ungefähr so aus und möchte dann spitze auch hier am Dekolleté zeigen. Genau. Durch diese Quernaht erreiche ich dann eben auch, dass die Form, die Rundung in die Brust kommt. Indem ich das Unter- und das Oberkap miteinander zusammennähe, kann ich dann hier eben quasi diese Rundung, die Tiefe erreichen. Jetzt habe ich mir noch überlegt, dass ich auf der Seite hier gerne noch einen Spitzenteil hinmachen möchte, am Träger. Und das wäre dann auch nochmal hier. So sieht es dann im Endeffekt aus. Und dann noch eine kleine Schleife im Träger, eine Schleife vorne, ein kleines Motiv. Und ich habe noch einen schönen Picot, also eine Elastik mit einem kleinen Zierdetail. Das zeichne ich hier einfach auch noch ein. Und dann habe ich ein Grundmaterial mit einem leichten Streifen und Punkten. Das zeichne ich dann auch noch so ein, je nachdem die Richtung, wie ich das haben möchte. Genau, und so entsteht dann quasi der erste BH.